Heutzutage beginnt ein Filmfestival bereits auf der Straße. Zumindest der sogenannte Stuttgarter Filmwinter. Eine junge Frau klebt seltsame, unscharfe Gestalten an die Wände. Der italienische Medienkünstler Paolo Cirio hat sie aus Google Street View geklaut. Dort wurden sie zufällig aufgenommen, als Google in Stuttgart Straßen und Häuser gefilmt hat. Jetzt werden sie wieder an genau die Stelle im wirklichen Leben geklebt, wo sie auch in Google für immer und ewig zu sehen sein werden. Street Ghosts in New York, London und Berlin. Und jetzt geistern Paolo Cirios Google-Gespenster auch beim Stuttgarter Filmwinter herum. Ist das legal oder illegal? Google Street View nimmt versehentlich Leute auf, was ja eigentlich auch nicht unbedingt erlaubt ist. Und Paolo Cirio sucht diese Leute, macht sie dann eben wieder plakatfähig, um sie dann an den gleichen Ort wieder zu installieren, was natürlich auch nicht unbedingt legal ist.